Moin, willkommen zu meinem Erklärvideo zum Ohmschen Gesetz, zu elektrischen Widerständen und zur Gleichstromleistung. Das Ohmsche Gesetz sagt einfach nur aus, dass wenn man eine Spannung an einen Widerstand anlegt, dass dann dazu die Stromstärke proportional zur Spannung steigt oder eben sinkt. Dieser Zusammenhang wird dann als Ohmsches Gesetz bezeichnet, wobei sich die elektrische Spannung mit der Einheit Volt errechnet aus dem Produkt von Widerstand in Ohm und Stromstärke in Ampere. Und merken kann man sich das Ganze eigentlich über URI, also U ist gleich R mal I. Um noch einmal zu verstehen, wie wir das Ganze jetzt in der Praxis anwenden können, habe ich noch eine kleine Übung vorbereitet. Und zwar haben wir hier ein Netzwerk in seiner simpelsten Form. Wir haben an einem Widerstand gegeben, welche Spannung abfällt und wie groß der Strom ist. Und nun können wir das Ohmsche Gesetz eben anwenden, um den Widerstandswert R auszurechnen. Dazu teilen wir einmal die Grundgleichung URI durch I, erhalten dann R ist gleich U durch I, setzen einfach nur die Werte ein und kriegen dann einen Widerstandswert von 8 Ohm. Dann gebe ich euch noch ein paar allgemeine Sachen zu elektrischen Widerständen mit an die Hand, ebenso wie ein paar Formeln. Zum einen gucken wir uns den Kehrwert des elektrischen Widerstandes G an. Den bezeichnet man als Leitwert und seine Einheit ist Siemens. Wobei das mit dem Leitwert auch vom Namen her Sinn ergibt, denn je größer quasi der Widerstand ist, desto schlechter leitet eben das Material. Und je höher der Leitwert eben ist, desto niedriger ist auch der Widerstand. Den Widerstand eines Leiters kann ich mir auch aus seinem Material, seiner Länge und seinem Querschnitt ausrechnen. Und zwar rechne ich dafür einfach seine Materialkonstante Rho mal die Länge des Leiters und teile anschließend durch die Fläche. Die gerade schon eingeführte Materialkonstante Rho nennt man spezifischen Widerstand und die hat natürlich auch einen Kehrwert, und zwar das Kappa, und dieses bezeichnet man dann eben als die Leitfähigkeit eines Materials. So, jetzt haben wir schon ein paar Faktoren kennengelernt, von welchen der Widerstand eines Leiters abhängt. Das sind geometrische Abmessungen, das ist das Material, und dann gibt es als Faktor, der ebenfalls für den Widerstand verantwortlich ist, noch die Temperatur. Und zwar ist es so, dass der Widerstand proportional zur Temperatur ansteigt. Das liegt einfach daran, dass bei einer höheren Temperatur die Atome im Leiter mehr Bewegung ausführen und entsprechend die Wahrscheinlichkeit von den freien Elektronen, die durch den Leiter fließen, höher ist, mit diesen Atomen zu kollidieren und wiederum abgebremst zu werden. Und genau deswegen erhöht sich der Widerstand, wenn die Temperatur steigt. Um jetzt den neu entstehenden Widerstandswert bezogen auf die Temperatur auszurechnen, benutzt man die Formel, die unten steht. Hierbei ist R 20 Grad der Widerstand bei 20 Grad. Den habe ich so genannt, weil man meistens aus Tabellen einen spezifischen Widerstand Rho von genau 20 Grad bekommt. Entsprechend können wir den dann auch skalieren. Und der Faktor Alpha 20 Grad ist ebenfalls eine Materialkonstante, die man auch zu jedem Material in den Tabellen mitbekommt. Hinten wird noch die Differenz berechnet zwischen eben der tatsächlichen Temperatur und den 20 Grad, auf die sich eben diese Materialkonstanten aus den Tabellen beziehen. Und wenn ich das alles einsetze in meine Formel, erhalte ich eben den neuen Widerstandswert bei meiner eigentlichen Temperatur. So, um das Ganze eben gerade Gelernte nochmal in der Praxis anzuwenden, habe ich hier eine Übungsaufgabe für euch. Und zwar haben wir einen 20 Meter langen Leiter aus Aluminium gegeben und die Temperatur beträgt 28 Grad und wir würden gerne den Strom durch diesen Leiter bestimmen. Ich beginne also damit, zuerst einmal den Widerstandswert bei 20 Grad auszurechnen, weil ich eben den spezifischen Widerstand Rho von 20 Grad habe. Ich setze also einfach nur ein, Rho 20 mal die Länge durch meine Fläche des Leiters, hier eine Kreisfläche, deswegen Pi R². Wichtig ist auch zu beachten, dass wir hier
Mikroohmmeter haben. Das heißt, ich muss hier noch die 10 hoch minus 6 beachten und erhalte dann einen Widerstandswert bei 20 Grad von 1,69 mal 10 hoch minus 3 Ohm. Nachdem ich jetzt also den Widerstand des Leiters bei 20 Grad ausgerechnet habe, muss ich das Ganze noch mit der Temperatur skalieren. Hier haben wir ja eine Temperatur von 28 Grad Celsius vorliegen. Entsprechend benutze ich die Formel, die ich auf der Folie davor erläutert habe, und setze meine Werte ein. Die Differenz beträgt dann entsprechend 8 Grad Celsius und ich erhalte als neuen Widerstandswert bei 28 Grad 1,74 mal 10 hoch minus 3 Ohm. Und man sieht, durch die Erhöhung der Temperatur ist auch der Widerstand etwas gewachsen. Als letzter Schritt ist noch das Ohmsche Gesetz zu benutzen. Da hier ja nicht nach dem Widerstand, sondern nach dem Strom gefragt war, wende ich das Ohmsche Gesetz an, setze meinen eben errechneten Widerstand ein und erhalte einen Strom von, ja, 13.793 Ampere. Daran merkt man eben auch, dass dieser Fall etwas unrealistisch ist. Es ging aber lediglich darum, einmal die Formeln korrekt anzuwenden. Zur Leistung an Widerständen lässt sich sagen, dass die umgesetzte Leistung in einem Widerstand nichts anderes ist als das Produkt aus Stromstärke und Spannung. Die Leistung P am Widerstand mit der Einheit Watt ist U mal I. Wenn man die Formel U mal I jetzt noch kombiniert mit unserem Ohmschen Gesetz URI, kann man noch zwei weitere Schreibweisen für die Leistung finden, unabhängig vom Strom und von der Spannung jeweils. Das wäre dann einmal U² durch R und I² mal R. Und auch hierzu gibt es noch einmal eine kleine Übungsaufgabe. Wir haben einen Widerstand und sollen in diesem die umgesetzte Leistung P ausrechnen. Dazu nutzen wir die gerade vereinfachte Form U² durch R, da wir beide Größen bereits gegeben haben und kommen auf 827,6 Watt an umgesetzter Leistung im Widerstand. Ja, und das wäre es auch schon mit meinem kleinen Erklärvideo zum Ohmschen Gesetz, zum Widerstand und zur Leistung. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben oder meinen Kanal abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen und ihr würdet keine zukünftigen Übungen oder Videos mehr verpassen. Also bis dahin, ciao.